Und damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Let's Play Soul Hackers 2. Ich bin Sam Superfix und wir, bumm, hauen wir erstmal auf die Blonze, denn anders haben es die bösen Dämonen nicht verdient. Wir sind hier immer noch im Saki Hope Tower und unser Ziel ist es ja hier eigentlich Zenon hier zu schnappen, der bei Neumond geschwächt werden sollte. Doch ungeheuerweise sind wir noch nicht mal ansatzweise in seine Richtung gekommen. Wir sind aktuell da beim letzten Mal beschäftigt gewesen, hier mit Ash uns rumzuschlagen, hier Saitos Geliebten. Diese konnten wir in die Flucht schlagen, ob das jetzt gut oder schlecht war, lassen wir jetzt einfach mal dahingestellt. Aber erstmal... Oh, schau ja, wie die sie wegwoppen, wie sie alle Angst vor uns haben. Und das haben wir gemacht. Ich habe übrigens ja meine ganzen Waffen wieder ein bisschen upgradet. Seht ihr, immer noch 600.000. Ein paar neue Dämonen habe ich hier beschworen. Wo kann man das auch mal sehen? Dämonenplätze erweitert, also ein bisschen cooles Zeug halt hier. Da fällt mir nur eine Sache ein, das habe ich nicht, ich habe vergessen, den auszurüsten. Wir tun jetzt hier Kodama weg und dafür habe ich hier nämlich Sudama, genau. Den nehmen wir jetzt und ansonsten ist alles eigentlich ziemlich verwalten geblieben. Öp, schön daneben gehauen. Weg da! 3 Meter ist er weggeflogen, so kann sie das. Na, wir strummeln jetzt hier rum in der Hoffnung, dass hier irgendwo. Du siehst dich jetzt gerade durch den. Warte. Die Tür bleibt verschlossen. Okay. Habe ich mir jetzt den. Ich bin jetzt hier nämlich rein und rausgegangen. Wahrscheinlich habe ich jetzt in irgendeinem Stockwerk was vergessen zu übersehen. Mich umzuschauen. Dann gehen wir nochmal ein Stockwerk hoch. Also hier, das mit dem Kikazoom, das ist ehrlich gesagt nicht richtig geil. Aber bleibt uns nichts anderes übrig. So. Also, wieder nach oben. 2E. Könnte sein, dass ich mich da noch nicht richtig umgeschaut habe. Da war diese eine Wartungsklappe. Aber stimmt, da waren wir eigentlich sehr gut. So, wartet mal. Na, das ist immer dasselbe, oder? Hey, what do you think that is? See it up there? That's an air duct used for ventilation. Hmm. Wonder if one of us could fit inside. Squeeze through and we'd have access to all sorts of places in here. Hmm. But does it seem a little too small? Air ducts aren't meant to be crawled around in. Ringo, you're the smallest of the group, and even you would have a difficult time finding your way through. Huh? I'm the smallest? Last I checked, it was you, Mimi. Me? We'll wait right here. Go take a look. Well, I suppose I might be able to fit. So, übernimm die Kontrolle über Mimi, um den anderen zu helfen. Ringo und das Team sind noch in einem Kampf verwickelt und je länger Mimi braucht, umso mehr Gefahr sind sie ausgeführt. Aha. Oh oh. Now we can relax. Oh! Was ist das? Ich bin witzig. Ja, ich glaube. Ich bin mir die Ohren nicht gemacht, die Wurzeln so putzig gewinnen. So, gleich werden wir sehr rot. Oh, Hellbiker. Let's get the show, we? You know what to do. Na gut, Level 37. Ich glaube Level 45 inzwischen, also den sollten wir hart zerstören, Mann. Dazu habe ich auch einen Hellbacker. Das Blöde ist übrigens bei meinen Fusionen, alle, die ich fusionieren will, die haben immer Feuerattacken. Ich weiß nicht, gefühlt jeder einzelne Charakter wird nicht Eiserschwäche, kann schon sein. Und es nervt mich mega mäßig, weil wie gesagt, Hellbiker ist eh immer noch so gut, den werde ich jetzt erstmal nicht raustun. Aber ich habe irgendwie gerade keinen guten Eischarakter oder Blitzcharakter, den ich fusionieren kann. Mimi die Olle. Hey, Ball, wie du! Okay. Nettes kleine. Abwechslung hier. Oh, Leute, Mann, das macht Big Damage, Mann. Yeah, good plan. Got this, Ringo.
Schreck mal. Das sieht einfach aus, als würden so komplette Dämonenwelt hier reingezogen werden. Wir müssen das mal wieder anschauen. Wir skippen das immer, dabei sieht die Animation so cool aus. Einfach ein gigantisches Farbenmeer. Na gut, hat sich zumindest gelohnt, dass wir nochmal hier rausgelaufen sind. Das war definitiv nicht schlecht. So, was haben wir da? Okay. Grüß dich, Gott. Mimi! Mimi, die Eule ist unterwegs! Leute, Teddy? Morgana oder Mimi die Eule? Incoming. Schwer. Aber Mimi ist schon putzig, Mann. So shall we? Finish them off, Saizo. Versiegelt. Irgendwie 20 Spielstunden das erste Mal, dass wir das kennenlernen. Schön. Aber alle, die Eisersprecher haben, wir kennen es. Haben alle keine Chance gegen Lena Seidmann. Und bam. Bye bye. Playtime's over. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht. Schönes Level auf der Seite. Mimi die Eule! Da ist jetzt einfach Schicht im Schacht, oder? Super. Ihr könntet auch von den Dämonen weglaufen, gell? Ich mach das auch immer. Aber ich weiß schon, ihr seid ja cool. Und coole Menschen laufen nicht vor Dämonen weg. So, ihr habt doch Blitzerschwäche. Ah, Vergeltung oder was? Willst du sie mir heimzahlen? Zeig dir mal. Das passiert mit Leuten, die es mir heimzahlen wollen. Darf ich mal sagen, dass dieses Spiel optisch so mega geil aussieht? Also, in seinen Dungeons sieht es kacke aus. Generell sieht es manchmal richtig kacke aus. Die Texturen und so. Aber in den Kämpfen, es sieht so cool aus, Mann. Mimi, die Eule auf Überholspur! Er beschwert sich, dass ich zu langsam bin. Ihr könnt die Gegner auch einfach umlocken. Also wäre viel leichter, gell? So, wir haben es hier schon geschafft. Müssen wir nicht mehr machen. Weg! Weg! Die crittet auch gefühlt mit jedem Schlag. Ich hab's ja schon mal gesagt. So ein Upgrade, dass wenn man crittet, ebenfalls hier ein Sabber-Kombo bekommt, wäre mega nice. Für mich ist gerade 4 Erfahrungspunkte fürs nächste Level. Das ist natürlich großartig. Mimi die Eule! Ihr hättet doch ganz entspannt vor allem Bedrohung weglaufen können. Aber ich wollte mal anmerken, wie doof das ist. Ich bin hier hingelaufen am Ende des letzten Parts, weil wir haben den Part hier beendet. Und damals konnte ich nicht mit dem interagieren. Und jetzt natürlich geht es, weil ich unten gesehen habe, da komme ich nicht weiter. So sind ganz dumme Level-Design-Entscheidungen. Weil es ist halt immer so, ich gehe hin, um dann zu merken, okay, ich muss aber erst woanders hingehen, wo ich ja wahrscheinlich schon mal war. Das mache ich ganz und gar nicht. Eigentlich hätte ich lieber Mini mit dem panischen Blick herumlaufen sehen. Okay, Dämonenpower. Jo, das speichern wir nochmal kurz. Wetscher. Der Lutscher! Bitte können wir ihn jetzt endlich besiegen. Bitte können wir ihn jetzt endlich besiegen. At least this one's a little more to the point. Here they come. Everyone be careful. All right, then. Langweilt so hart, man. Langweilt so hart, man. Yeah, you better run. Don't think you took me by surprise, because you totally didn't.
Ja, super, es hilft mir aber auch nicht. Ich hab trotzdem so wenig MP jetzt. Watch their reactions here. Might as well test it. Eis war doch deren Schwäche, ja gut. Let me see. Boah, wie das mich ankusst, man. Ich könnte schon wieder aus dem Dungeon rauslaufen. Das ist so mega dumm, man. Und das Beste ist wahrscheinlich, kommt nochmal ein Fight, weil ich den Dschungel erstmal nochmal hier gegen, sag mal, kämpfen müssen. Oder gegen Armrest. Und da kriege ich natürlich nichts. Und es wäre auch schön, wenn ich beim Level Up einfach so voll Leben und voll AP bekommen würde, wenn wir schon mal dabei sind. Zu ranten. So, gleich die Tür. Nächste Tür ist ja gleich nochmal, oder? Oh, Mimi die Eule Action wieder. Oh, hi, Hellbiker. Sam. Plademan freigeschaltet, danke. Careful. He's ready. So. Gerade fand ich das jetzt echt noch schön, aber gerade hatte ich auch noch voll MP. Jetzt habe ich nicht voll MP. Oh, mehrere Abzweigungen. I'm sensing something nasty. Ja, komm. Ja. Und damit hat sich das wieder erledigt, Mann. Okay, die Gegner sind aber nicht so stark. Ah, die haben mich gerade zusammenfusioniert. Hat sich gar nicht genug unter. Aber es ist sexy, Succubus. Also, es ist nicht schlecht, sowas zu fusionieren, oder? Easy win, right? Oh oh. Wir nehmen es zurück, wenn wir ihn nicht mehr besiegen. Oh, nicht mal einen. Ist halt irgendwie doof, wenn Seise ist der Einzige, der die ganze Zeit Schwächen von Gegnern hat. So. Anstimmt. Das kennen wir und dann macht er seinen seinen Move. Das ist aber meine Technik. Die ist von mir geklaut, Baby. Ja, da kommen wir noch drauf an. Wo, wenn das jetzt die Standardkämpfe sind, das ist happig, Mann. Nicht, wie gesagt, weil sie schwer sind, aber einfach, weil wir schon wieder so wenig MP haben, Mann. Es ist also malig, wie gesagt, dass uns halt immer wirklich die Hälfte der MP glaubt, Mann. Also das mit den Abzeugen ist übrigens sehr fake gewesen. Bilde ich mir das gerade ein oder kommt die Random Encounter? Die Random Encounters kommen irgendwie schneller, oder? Es gibt ja auch wirklich nur einen Weg, also es gibt keine Schätze oder so zum Entdecken, so wie ich das sehe. So. Eins. Zwei. Gefällt mir nicht, wenn die so wenig Schwächen haben, Mann. Aber gut, nächste Runde haben wir es. Zwei Schüsse und dann haben wir eh schon unseren Sabbat wieder. Und wenn er jetzt wieder Ansturm macht, dann bin ich sehr happy. Yeah. Also wir sind natürlich, ich glaube, wir sind echt Game Over, wenn er unser Charakter damit trifft. Weil wenn das annähernd so stark ist wie der Move von Malady, dann ist das halt wirklich ein Insta-Kill. So, wer will noch nicht? Wer hat noch nicht genug von euch beiden? Ich würde mal sagen, du. Passt. Immer ein bisschen Money, Mann. 6-8. Ganz in Ordnung. Nicht das Wahre, aber besser ist gar nichts. So. Also es ist natürlich einfach der Ort, der am weitesten weg ist. Das war mir schon irgendwie klar. Es ist, oh was, der Lebensbalsam? Ja, super. Okay, es ist doch nicht der Ort, der am weitesten weg ist. Ist ja echt irgendwie nice, wenn du es dir überlegst. Oh, da liegt ein Item, da liegt die Schlüsselkarte, nach der wir genau gesucht haben. Zum Glück liegt sie da. Ja, sonst ja nicht. Wieso kann ich ja hier nicht Trace aktivieren, Mann? Das wäre voll nice. Den haben wir auch gerade fusioniert. Wieso ist denn alle Charaktere, die ich fusioniert habe, tauchen auf bei mir als Gegner auf? Auch ein Feuercharakter übrigens. Jeder ist gefühlt ein Feuercharakter. Gut. Dort. Naja, immerhin gehen einzelne Gegner flotter.
Die Bonuserfahrung ist auch nicht viel, aber es ist immer eine nette kleine Abwechslung, weil ihr wisst, umso mehr Erfahrung, umso besser. So, okay, da. Oh, holy moly, ich hoffe, das müssen wir nicht nur öfters machen. Die Kamera. Ah, ja, schon wieder. Das war schon wieder eine meiner Lieblingsabzweigungen, weil sie halt komplett unnötig war. Das sind echt die besten, Mann. So, das muss Chris einsetzen. Madig ist halt einfach, dass Sizos MP mir langsam ausgehen, wenn ich bei hier halt unbegrenzt habe. Warte mal. Alles Feuer-Skills. Super, alles unnütz. Ich sage, ich habe nur Feuercharaktere, Mann. Lowest kill streak by drinks. Die haben auch Wind. Bringt mir halt gar nichts. Nö, dann hauen wir einfach nur drauf. Mehr können wir leider nicht, Mann. Let's go. Let's go. Er hat auch so wenig MP, Mann. Schade, falsch getroffen. So. Wieder gerade gelaufen. Wie das aussieht, Mann. So wie eine kaputte Maschine, Mann. So, muss ich Items einsetzen, oder? Ich habe mich extra nochmal aufgestockt hier an Items. War eine gute Idee. So, warte mal. Die kann man nämlich nachkaufen. Halt zwar so gut wie gar nichts, aber besser. Ja, setz mal sein. Komm. Haben wir wieder genügend MP, weil ich denke, so einen Abschnitt werden wir nochmal machen müssen. Lauf, Mimi! Und wir müssen den ganzen Weg noch zurücklatschen. Da. Ich weiß doch, auf Mimi, die alles verlasst. Mimi, Speedrun! Be careful. Bip, bip. Come on. Jetzt haben wir wieder MP, jetzt könnt ihr alle kommen, Mann. Also ich muss ja sagen, das Spiel ist vom Schwierigkeitsgrad jetzt nicht so hart wie viele andere Mega Man Tensei Spiele. Es ist Leveln ist zwar deutlich anstrengender als finde ich in zum Beispiel Mega Man Tensei 3. Aber vom Schwierigkeitsgrad generell ist es schon alles gut ausgewogen. Du kannst auch leicht, also im Endeffekt dann starke Dämonen und so kommen. So. Es ist halt wirklich nur so, also die Dungeons sind nicht die besten, also da hatten wir schon besseres Level-Design. Das ist jetzt mal so eine kleinere Abwechslung, die wir hier haben. Was ganz nett ist vom Abschnitt her. Moment, woher soll ich das wissen, dass ich da gleich rechts abbiegen muss? So. Immer war mir klar, dass ich nicht gleich den ersten Gang nehmen muss. Komm, schaffen wir. Nee, da ist nichts. Da ist nur Avant. Aber solche Abschnitte, also das Wichtigste ist im Endeffekt, dass du halt immer ein bisschen MP übrig hast. Er braucht mehr Schussskills. Ich finde übrigens am stylischen nochmal, wie sei es, wenn man schießt, man. Es sieht immer so aus, als würde er einfach so irgendwie mit seiner Waffe so, hey, ballern wir einfach wie so wild auf los. Weil Männer sind am Männer, ballern wir einfach gerne in der Gegend um. Oh nein, 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 nein! Zum Glück spielen wir, ich nehme es zurück, Leute, zum Glück spielen wir nicht die alten SMT3s, weil dann wäre das jetzt tödlich gewesen. Wir hätten sie jetzt nämlich gedrained, meine Züge wären weg und dann hätten die 10 Aktionen gehabt. Also, next round. Shall we? That'll work. All your side. You got it. Mini! Let's roll. Time to kick it off. Wie kann ich es echt wagen, einem sexy Succubus einfach hier so einfach zu stehlen? Das ist schon bösartig von mir.
Und Party! I was just getting started. Inschrift der Flamme, das ist ein cooles Item. Es heilt. Nee, es heilt nicht, aber es ist eine Feuertacke meines Wissens auf alle Gegner. So, komm. Mimi! Und wieso habt ihr es nochmal nicht einfach alle Gegner weggekloppt? Es wäre so viel leichter gewesen, ich sag's euch immer wieder. Also, zu UE10, yo! Verfolgen wir jetzt eigentlich Ash? Ich weiß es gar nicht mehr. Sam, taucht ihr jetzt nochmal auf? Weg da! Weg da! Ja! Sein blöden Arm liegt er da noch! Komm, killen wir euch halt. Wenn es euch echt besser geht, Mann, wenn wir euch killen, Mann. Ich weiß gar nicht, sind die alle so sadistisch veranlagt? Okay, ich meine, das ist ein Dämon, ich meine, das verstehe ich ja noch, aber irgendwie die Spielpuppe. Ist die echt so angelegt? Oh, ja, ich stehe drauf, wenn der MC Muffix mich hier mit seinen fetten Dämonen hier platt macht. Wieso mache ich das? So, na gut, alles gut ausgegangen. So, also, weiterlaufen. Aber ich denke, normalerweise ist die magische Videospielzahl immer 3. Glaubt ihr, wir müssen jetzt nochmal gegen Ash kämpfen? Leute, das ist mir jetzt echt ein bisschen riskant. Ich meine, wir sind zwar gerade überlevelt. Aber dann nehmen wir jetzt den Easy Weg wieder. Komm, wir haben keinen Nachteil, wenn ich mich jetzt schnell rauswappe, außer dass wir eine Minute Ladezeit haben. Boah, da bin ich jetzt nicht so heiß drauf, dass wir jetzt da hingehen und hier uns übelst platt machen. So, gehen wir. Und dann versuchen wir es gleich nochmal. So, der Warp-Punkt, glaube ich, war jetzt nicht allzu weit weg. Ich hoffe es zumindest. Trotzdem muss ich jetzt sagen, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo wir jetzt hingehen. Mehr oder weniger sind wir jetzt schon ziemlich auf der Endgeraden. Also, ich meine, also es ist schon seit einer Weile so gefühlt. Weil es ist halt einfach so, unser Gegenspieler hat im Endeffekt die komplette Kontrolle über die Bündnisse. Und ja, sieht halt sehr schlecht für uns aus, um es mal so aufzubringen. Und ich denke, also es geht ja nur noch gegen Iron. Finde ich ein bisschen schade. Also wie gesagt, ich hätte mir gleich gewünscht, dass wir so diesen Phantom-Bund kennenlernen. Also die 5 Generale des Phantom-Bunds. Das wäre halt so ein bisschen Antagonisten. Aber hier ist halt einfach nur diese eine Düte, die wir halt irgendwie besiegen müssen. Das finde ich ein bisschen schade. Also da hätte man, finde ich, ein bisschen mehr machen können. Gut. Also, nächster Versuch. Stell dir mal vor, er steht da. Endlich, Seite! Es ist Zeit, dass wir es zu Ende bringen. Nur du nicht. Ich halte mich da mal kurz. Vielen Dank. Nein. Nein. Du kannst mich gerne haben. Du bist ein doofer Gegner. Und doofe Gegner bekämpfe ich nicht. So. Wo sind sie hin? Ich sehe sie nicht mehr. Also, nächster Versuch. Hi, hi. Well, you're definitely persistent. I can respect that. Saiso. You're a hard lady to catch up to. You're worse than a stalker. I don't want to fight you anymore. I don't either. That's what I've been saying. Then why? How about you stop and tell me what's going on? What the hell is pushing you this far? Would you shut up for once? Don't you get it? It's because I'm the reason you died! Zenin's the one who killed me. Don't lie to yourself. I let you in there. I'm the one who got you killed! It was my fault. I couldn't believe in your world of light. I gave up on you. Gave up on trying to change this stupid, broken world. Summoner's life was all I knew. But I didn't care. I knew that was what I deserved for betraying you. Killing you.
If I stayed a summoner, then our karma would catch up with me sooner or later. The same karma you wanted us to be free from. That was how it was supposed to end. But now? But now you're alive again! Why? I killed you! I betrayed you! How could things between us ever go back to the way they were? All you have to do is ask. Come on, Ash. I'll give us a clean slate if you will. Forget karma, and let's start over. Please. Damn it, I knew you'd say that. I knew you'd forgive me. This is exactly why you're so annoying. I'll come back for you. I promise. Just wait here for me, okay? I'm good now, Ringo. Let's move. It's okay if you want to stay behind, Saizo. Don't you want to look after her? Part of me wants to stay, sure. But I'm sticking with you. I still owe those two jokers some serious payback. And they're sure as hell gonna get it. All right, then. Let's go deal a little karma ourselves. Right, Saizo? Yeah, I got you. And Ringo? Yeah? Thanks. You're welcome. Had to hold up my end of our deal, after all. Damn right! Eine Folge für Saizo wurde freigeschaltet. Sehr schön. Eigentlich war mir ja klar, dass es kein Bossfight kommt, weil normalerweise kommt er dann immer... große Einführung. So, passen Sie auf, wenn Sie weitergehen. So, liebe Leute, dann würde ich mal sagen, sind wir nun am Labor angekommen und ich denke mal, genau, eine gefährliche Präsenz erwartet uns. Was auch immer dahinter kommt, es wird nicht leicht werden, doch wir sind voll gestärkt und hoffentlich kommen wir da irgendwie durch. Beim nächsten Mal geht es ja weiter und ich hoffe, dann können wir uns die Bündnisse zurückholen. Bis zum nächsten Mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.